Jungs, was geht ab und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Das ist das Video Nummer 2 für heute, aber EA hat heute Abend wieder mal Content gebracht und ich habe es schon angekündigt im letzten Video, es gibt neue Food-Tauschdeals-Spieler. Wir werden uns das ganze Ding nochmal anschauen, welche Spieler gibt's, was für Packs gibt's und dann vielleicht auch meine eigene Einschätzung, meine Meinung, welche Spieler sich am meisten für euch da draußen lohnen, natürlich auch immer an euren Coinstand und an vielleicht euren Interessen auch interessiert. Wir schauen hier gleich mal ein bisschen rum. Wir haben erstmal ein paar Packs, die interessieren mich eher weniger. Wir haben 83er Inform, Bamba, jetzt von den Stats her eher uninteressant, muss ich sagen. Also eigentlich nur so einer, den man für SBCs abgibt. Wir haben ein seltenes Megapack. Wir haben hier Joao Cancelo, 88er Inform. Ist auf jeden Fall eine geile Karte, keine Frage. Wir haben hier 5 Tauschdeal-Spieler, die wir dafür brauchen. James Rodriguez. Da brauchen wir 7 Stück davon, ein 91er gerateter Inform, ein 125k-Set und Kyle Walker Food Birthday. Das ist meiner Meinung nach fast schon die interessanteste Karte. 93 Tempo und diesen Typ hier gibt es für 12 Tauschdeal-Spieler geschenkt quasi. Dann haben wir noch einen Luis Suarez, 93er Rating Inform. Auch er eine starke Karte und wir haben erneut eine Gratis-Ikone für dich da draußen. Ein Basis-Icon-Pack. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas, ja, was heißt enttäuscht. Ich hätte mir gut vorgestellt, dass sie auch ein mittleres Icon-Pack jetzt da reingepackt hätten. Weil, man muss ganz ehrlich sagen, das Ganze geht jetzt 28 Tage. Das TOTS kommt voraussichtlich nächsten Freitag. Das ist, glaube ich, der 10. Und ja, dann dauert das ungefähr noch 3 Wochen. Das heißt, die größten Team of the Season werden schon draußen sein. Und dann nochmal so ein normales Icon-Pack. Klar, ein Eusebio und Pelé und so kannst du immer noch spielen, aber die meisten kannst du jetzt halt schon nicht mehr spielen, weil die einfach nicht mehr gut genug sind und generell die Baby-Icons einfach nicht so stark sind. Und wenn dann für eine SBC benutzt werden können, gehen wir aber vielleicht von Anfang an durch. Ich denke, hier vorne müssen wir nicht drüber reden, das lohnt sich nicht. Wir haben Cancelo, 88er Inform, ja, und auch hier wieder die gleiche Überlegungsweise. 88er Inform, klar, Cancelo, geile Saison gespielt, ah, da war ja was. Team of the Season. In 3 Wochen ist wahrscheinlich sein TOTS draußen. Dann hat er vielleicht eine 93er TOTS-Karte, die, ja, vielleicht, keine Ahnung, 400k kostet oder so, oder 300k. Klar, die ist immer noch umsonst hier, kein Ding. Aber er hat auf jeden Fall eine deutlich bessere Team of the Season-Karte. Wobei ich dann sagen muss, ja, vielleicht lohnt es sich dann nicht ganz so sehr, den zu machen, weil ihr eben den TOTS auch bekommen könnt. Und es einfach sehr, sehr viele vergleichsweise gleich starke Rechtsverteidiger gibt, die ihr vielleicht jetzt auch schon Untrade im Verein habt. Rodriguez genauso, ich finde, mit dem kann man nicht unbedingt spielen. Für FIFA ist es einfach, ja, ich weiß nicht, ich finde die Karte ist nicht wirklich interessant. Wenn ihr die spielen möchtet, ein TOTS wird er, denke ich mal, nicht bekommen. Finde ich jetzt aber nicht so interessant. Was allerdings interessanter ist, ist 12 Tauschdeal-Spieler für beide. Und zwar nicht zum Spielen, sondern zum Abgeben. Ein 88er Inform, ein 91er Inform würde ich gerade bei teuren Icon-SBCs einfach enorm viele Coins einsparen. 88er und 91er kauft man normalerweise nicht, aber da kann man dann einfach ganz, ganz high-rated Spieler. Ich glaube, ein 91er kostet jetzt schon um die 100k der normale. Wenn ihr dafür dann noch den Inform nehmt, habt ihr auf jeden Fall sehr viel Coins, die ihr da einspart. Wahrscheinlich sogar mehr als beim Basis-Icon-Pack, dass ihr ungefähr 300k wahrscheinlich am Ende sparen werdet und einfach nur in eine Challenge reinhauen könnt. In diese Ikonen, garantierte Ikonen-SPC. Und ich denke, wenn ihr eine große Ikone macht, dann lohnt sich das eventuell nicht, weil ihr vielleicht schon eine kleine Icon habt, die ihr da abgeben könnt, ja? Also auf jeden Fall im Doppelpack sehr, sehr interessant. 100k-Set, 125k-Set. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so stark. Ihr könnt hier einfach auch mal mein Rewards-Video abchecken hier. Ja, ich hatte einen Untrade 125er. Ihr seht ja, was rausgekommen ist. Ich finde das nicht unbedingt lohnenswert, solche Packs. Ihr spart dann den ganzen Monat drauf, sammelt 10 Spieler und dann kommt einfach so ein 83er raus, vielleicht ein 84er, wenn ihr Glück habt. Ist meiner Meinung nach nicht rentabel, keine Frage. Dann allerdings Kyle Walker, ich habe schon gesagt, finde ich eine krasse Karte. Und bei ihm ist es eben so, es gibt keine Team of the Season Karte für Walker. Relativ sicher, also ich gehe einfach nicht davon aus, dass er eine bekommt. Und dafür sieht die Karte schon geil aus. Ein 93er Tempo in Verteidiger wird es auch während dem TOTS nicht so häufig geben. Keine Frage, da ist es schon sehr selten eigentlich. Und 95 Ausdauer, ihr könnt den auf rechts, ihr könnt den auf links, ihr könnt den wo auch immer spielen. Wahrscheinlich eher auf rechts. Hoch Arbeitsraten ist stark. Er hat doch eine geile Sprungkraft als Rechtsverteidiger. Ist auf jeden Fall geil. Und auch als Innenverteidiger würde ich den auf jeden Fall auch empfehlen können. Ich glaube, dass ich persönlich zu Walker tendiere. Wobei auch Suarez eine große Karte hat. Eine Möglichkeit ist, die ihr euch überlegen könnt. Aber es ist halt eben so, er hat dieses Jahr nur 3 Sterne Skills.
Finde ich ein bisschen schade. 4-Sterne schwache Fuß, klar ist okay. 93er Suarez ist auch stark, wenn ihr in euer Team passt und wenn ihr euch vielleicht keinen anderen Team of the Season aus der La Liga leisten könnt, der Stürmer spielt. Ich weiß nicht, wen es da dieses Jahr geben wird. Dann könnt ihr ihn natürlich machen, klar. Ist natürlich eine Überlegung wert. Aber ihr braucht natürlich auch viele Karten dafür. Klar, es sind 14, genauso wie bei dem Ikonen-Pack. Und wenn ihr dann in euer Team einbaut, klar, ich persönlich würde eher sagen nein. Und wenn, dann könnt ihr euch natürlich auch seinen Man of the Match holen. Oder vielleicht seine 96er, vielleicht mittlerweile dann auch schon 98er Champions League-Karte, die natürlich deutlich stärker ist. Und ich weiß nicht, ob man so einen großen Unterschied zwischen dem 92er oder dem 91er Suarez hier spürt. Das Ikonenpack, wie gesagt, wenn ihr eine SBC abschließen möchtet von diesen Ikonen hier, wenn ihr in 30 Tagen eine davon machen möchtet, zum Beispiel hier, ich weiß nicht, wen gibt es da, ich denke mal so Maradona, Hullet, Eusebio, klar, dann könnt ihr die einstecken, halt einfach nur in die kleinste. Wir können hier mal kurz reinschauen, dann geht es eben nur in diesen Ikonenstatus, weil ihr werdet kaum ein gutes Rating bekommen, dass ihr einfach viel mehr für die teuren SBCs bezahlen müsst. Und dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr nur die teuren SBCs machen müsst, holt euch Cancelo und Rodriguez, weil die sind eben einfach viel Preis, ihr spart viel mehr ein, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so aussieht, wie wenn ihr dieses Ikonenpack mit einem 85er Spieler dann, mit einer 85er Ikone eben versucht abzuschließen, werdet ihr teurere Spieler kaufen müssen. Ja, 100k sind 125k, würde ich euch davon abraten. Alles in allem sind diese Swap Deals natürlich ganz geil, aber ihr müsst euch überlegen, wirklich 28 Tage, das heißt, das geht mitten ins TOTS rein, da wird das TOTS schon voll im Laufen sein. Hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen was krasseres gewünscht, ein mittleres Eigenpack fände ich richtig gut. Leider nicht. Leider haben wir nur dieses Basis-Eigenpack. Aber ich finde, Suarez und Walker sind auf jeden Fall geile Karten, die es umsonst gibt. Und einen von beiden werde ich mir auf jeden Fall snacken. Gerade weil die beiden auch keinen Tots bekommen, finde ich das ganz, ganz geil gewählt. Und ja, ich würde sagen, wir strecken dieses Video nicht unendlich lang hier. Ich habe euch das Ganze mal vorgestellt und meine Meinung dazu gesagt. Vielleicht habe ich euch ja bei eurer Entscheidung geholfen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr auch damit zufrieden seid. Wie gesagt, die Spieler bekommt ihr durch SBCs, durch Weekly Objectives, durch Squad Battles spielen und ein Gratis bekommt ihr normalerweise immer am Anfang. Und ich würde sagen, dann war es das hier von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wen ihr denkt zu machen. Macht ihr das Iconpack, holt ihr euch Suarez oder Walker? Vielleicht holt ihr euch auch einen ganz anderen, vielleicht entscheidet ihr euch auch für Bamba. Ich glaube das eher nicht, aber auf jeden Fall bin ich jetzt raus von diesem Video. Macht's gut, Jungs. Bis zum nächsten Mal und ciao.